heute wollen wir unsere selbstgezogene Paprikapflanzen pikieren bzw. umtopfen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran, denn du wirst ein paar gute Tipps bekommen für das Umtopfen. Und direkt nach einem kurzen Intro legen wir damit los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Zusch im Garten. Und wenn du auf Gartenvideo stehst, dann lass unbedingt ein Abo da, denn auf diesem Kanal wirst du immer wieder neue Videos über deinen Garten bekommen. Heute wollen wir die Paprikapflanzen umtopfen, welche wir angezogen haben. Die sind jetzt groß genug und müssen unbedingt in größere Töpfe gesetzt werden. Ja, leider ist mir diese Schale runtergefallen und es sind etliche dabei umgeknickt. Die werden wahrscheinlich nichts mehr werden. Aber es sind ja noch genug Paprikapflanzen übrig, die ich in solche Töpfchen umpflanzen werde. Ja, was sollt ihr dabei beachten? Unbedingt die Quelltöpfe nicht von den Pflanzen trennen, denn bei der Trennung könnt ihr die Wurzeln beschädigen. Ansonsten nehmt die fertigen Töpfchen, stellt diese erstmal auf eure Fensterbank, in euren Wintergarten. Ihr könnt sie tagsüber auch rausstellen, wenn ihr angenehme Temperaturen habt. Aber für draußen ist es natürlich noch viel zu kalt, jetzt Ende März. Denn diese können euch noch erfrieren und denkt auch daran, die Wurzelbildung funktioniert nur bei Temperaturen ab 10 Grad. Von daher bringt es nichts, wenn ihr diese tagsüber draußen stehen habt oder sogar nachts. Nachts werden diese euch noch erfrieren und tagsüber bringt es nur was, wenn ihr sie in die Sonne stellen könnt und somit dann die Wurzeln sich entwickeln können. Die Wurzeln werden durch diese Quelltöpfchen hindurchgehen. Von daher versucht diese nicht herauszunehmen. Ihr macht mehr Schaden als alles andere. Ja, was hat den Vorteil noch, wenn wir diese rausstellen tagsüber, also bei Temperaturen über 10 Grad? Die Stämme werden dicker. Also ihr seht ja, das sind recht dünne Stämme. So bekommen diese Wind ab, was sie in der Wohnung nicht abbekommen und werden natürlich gestärkt und ihr habt nicht Pflanzen, die extrem hoch sind und ja und ein extrem dünnes Stämmchen haben, denn wenn ihr dann Früchte dranhängen habt, also in diesem Fall Paprikas, werden euch diese schnell umstürzen bzw. ihr müsst diese wieder separat anbinden, damit die Pflanzen die Paprika überhaupt halten können und darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Aber jetzt fangen wir erstmal an, die Töpfe mit Erde zu füllen, um die Quelltöpfchen dann dort hineinzusetzen. Ich verwende dazu einen Eimer bzw. einen Blumenkübel. Machen wir hier erst einmal etwas Erde hinein. Das ist spezielle Pflanzerde. Ich werde euch diese auch gerne noch mal unten verlinken und mache dann etwas Hornmehl hinzu. Das werde ich euch auch unten verlinken. So, das Ganze wird dann erst einmal miteinander verrührt. Und wenn ihr noch ein bisschen Gärtners Gold habt, also richtigen guten Humus oder Kompost, dann macht diesen auch noch dazu und verrührt das Ganze miteinander. Das habe ich hier auch, richtig guten Humus bzw. Kompost. Diesen mache ich auch noch hier hinein und verrühre diesen mit der Hornspäle und der Erde. So, und jetzt nehme ich meine kleinen Töpfchen. Mache hier ein bisschen Erde hinein, setze die
kleinen Quellstöpfchen mit den Pflanzen hinein. Mache den Resterde hinzu. Passt dabei auf, dass ihr eure Pflanzen nicht abknickt. Ihr könnt natürlich auch größere Töpfchen nehmen, nur das reicht erstmal für den Anfang, wenn ihr die Töpfchen später oder die Pflanzen später in euren Garten setzen wollt. Wenn ihr die Pflanzen im Topf, in den Topf lassen wollt, könnt ihr auch gleich etwas größere dafür nehmen. Und wenn ihr eure Pflanzen jetzt bewässern wollt, dann tut euch den Gefallen und bewässert diese von unten, sodass die Erde von unten die Flüssigkeit aufsaugen kann. Nehmt lauwarmes Wasser, denn wenn ihr das Wasser hier oben aufschüttet, dann verletzt ihr diese schwachen Pflänzchen. Nehmt einfach eine Sprühflasche und besprüht diese leicht von oben, damit die Erde von oben auch nass wird und die zarten Pflänzchen da keinen Schaden davon tragen. Und nun stellt diese raus, wie gesagt, bei Temperaturen über 10 Grad, wenn die Temperaturen unter 10 Grad fallen, also abends, immer wieder reinnehmen in die Wohnung, in das Haus sozusagen, damit ja die Pflanzen keinen Schaden nehmen. Ja, ihr werdet euch jetzt fragen, warum ich diese nicht richtig pikiert habe teilweise. Das hat einen Grund, und zwar, ich habe so viele Pflanzen, dass ich die Chance habe, das auszunutzen, dass sich die stärksten durchsetzen. Die stärkste Pflanze wird dann gelassen, die schwächere wird dann herausgenommen, und bei manchen kann man das noch nicht erkennen. Und ja, von daher muss man diese nicht unbedingt pikieren. Das macht man eigentlich nur, wenn man zu wenig Pflanzen hat. Also pikieren heißt ja, dass man zu eng aneinander sitzende Pflanzen auseinandersetzt in andere Töpfe, damit diese die Chance haben, sich zu entwickeln. Aber jetzt haben wir diese ja in Nährboden drin, also in Erde mit Nährstoffen. Und so können sich diese Pflanzen die Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Wir haben ja auch noch etwas Hornmehl darüber gemacht. Und die stärksten werden sich durchsetzen und die schwächeren können wir dann abschneiden. Ja, und wir werden dies weiter beobachten. Und wenn ihr das auch beobachten wollt, lasst unbedingt ein Abo da. Drückt dazu die Abo-Glocke. Auch über ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Schaut euch weitere Videos von mir an, die ich euch hier eingefügt habe. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald und wünsche dir viel Erfolg bei deinen Paprikapflanzen. Mach's gut.